Kathi. Nico, wie ist es in der entscheidenden Saisonphase, so eine lange Pause zu haben? Ja, ungewohnt. Also ich finde das auch blöd, dass man so lange Pause hat, wenn man dadurch dann wieder rauskommt. Wir haben zwar jetzt die Woche nochmal hart trainiert, hoffen, dass wir uns da nochmal ein bisschen ausgepowert haben und jetzt dann gegen Bayreuth dann richtig Gas geben können. Wie sah euer Trainingsplan so die letzten Tage aus und wie geht's jetzt weiter ab dem Wochenende? Also wir haben jetzt das Wochenende komplett frei, ab Freitag bis Sonntag und Montag haben wir wieder Training und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann Freitagsspiel. Wie waren die Einheiten jetzt so die letzte Woche? Was hat Leos mit euch gemacht? Er hat uns viel laufen lassen, also viel lange Wege. Wir haben viel lange Wege gemacht im Training, also ein bisschen noch was für die Beine. Aber es war schon ganz gut, dass das Tempo nochmal angezogen hat. Jetzt die 3 Tage frei und dann am Montag dann wieder normal. Nochmal einen Schritt weiter zurück, die Serie gegen Deggendorf. Wie fällt dein Fazit aus zu den 4 Spielen? Also so einfach war es nicht. Es ist jetzt zwar ein Sweep, dass wir jetzt 4-0 gewonnen haben. Haben viele, denke ich, erwartet, viele nicht erwartet. Ist auf jeden Fall trotzdem sehr schwer, vor allem in Deggendorf zu spielen. Sie haben sich halt so zurückgezogen. Das war recht schwer für uns. Ich denke, da würden uns andere Teams besser liegen, die sich nicht so zurückziehen. Du hast gesagt, es war nicht ganz einfach für euch. Wie würdest du das Zusammenspiel mit in deiner Reihe mit Tobi und Peter Halusa bewerten? Habt ihr ein bisschen gebraucht, um euch wiederzufinden? Ja, auf jeden Fall. Anfangs war ich überrascht, dass nichts gelaufen ist, als ich wieder zurück von Schwenning kam. Und dann haben wir auch ein paar Mal wieder miteinander trainiert und dann lief es einfach wieder blind. Gerade im letzten Spiel, ich glaube, da habt ihr 4 von 5 Toren beigesteuert. Zum Powerplay in der Serie gegen Deggendorf, da war die Bilanz nicht so gut. Auf der anderen Seite hat Bayreuth in der Serie gegen Tölz, ich glaube, eine Powerplay-Quote von 34% gehabt. Wie aussagekräftig ist das? Oder bewertet man das jetzt zu viel, zu über? Ja, das sind ja 2 verschiedene Serien, sagen wir es so. Vielleicht hat Deggendorf einfach bessere Unterzahl gehabt als Tölz und Bayreuth. Die haben so oder so auch schon in der Hauptrunde eine Top-Powerplay gehabt. Wir hatten auch ein gutes Powerplay, aber jetzt in den Playoffs hatten wir zu wenig Zug zum Tor und zu wenig geschossen. Und ich denke, das hat Bayreuth gerade andersrum gemacht. Vor dem nächsten Gegner, Bayreuth, wie bereitest du dich da persönlich auf den Gegner vor? Machst du dir da Gedanken oder wie bereitest du dich vor? Gehst du eher auf eure Stärken ein und versuchst gar nicht so sehr dran zu denken, was die Tigers stark macht? Ja, wir wissen schon, wie die spielen inzwischen. Aber wir konzentrieren uns auf uns, also ich persönlich jetzt auch. Mich interessiert nicht, wenn da jetzt der oder der Spieler da steht. Und wir konzentrieren uns auf uns, schauen, dass wir unser Spiel machen und dann werden wir wahrscheinlich, hoffe ich, weiterkommen. Du hast vorhin schon deine Zeit in Schwenningen erwähnt. Wenn du jetzt auf diese DEL-Spiele zurückblickst, was hat dich da am meisten beeindruckt? Ja, die körperliche Härte, die Spieler sehen alle nochmal 2 Köpfe größer aus in der Oberliga. Ist alles schneller, härter, besser durchdacht. Das ist einfach, die Spieler dort geben dir viel mit, wenn du da dann auch spielst in der 4. Reihe. Ist es auch, bist du mehr unter Druck, wie wenn du jetzt hier in der 1., 2. oder 3. Reihe spielst. Weil da denkst du immer, ich darf kein Tor kassieren, ich darf kein Tor kassieren, ich darf kein Tor kassieren. Mhm. Das ist ganz anders, aber es war eine sehr schöne Zeit und jetzt bin ich froh, wieder hier zu sein. Was nimmst du von dort mit? Ist da irgendwie wirklich der ein oder andere Trick dabei oder die ein oder andere Sache, die du dir abgeguckt hast in den Spielen? Nee, ich meine, das ist ja auch ein ganz anderes Spiel als in der Oberliga. Die schießen mehr tief und wir laufen mehr mit dem Puck ins Drittel rein. Also jetzt so abschauen, kann man sich schon was abschauen, aber du hast trotzdem deinen eigenen Kopf und weißt, was du selbst zu tun hast. Nochmal eine Frage, auch wenn es ein bisschen ähnlich ist, aber fällt man da auch in ein Loch, wenn man in der Colorline Arena in Hamburg gespielt hat oder gegen die Kölner Haie und tritt jetzt eben wieder mit den gegen Oberliga-Gegner an? Nee, finde ich nicht. Also ist das Gleiche, nur dass halt 2 verschiedene Ligen sind. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ist egal, welcher Spieler vor dir steht. Du hast Respekt, aber keine Angst. Blick voraus auf Bayreuth. Wenn du da vor den Spielen so die nächsten Tage, sagen wir mal, auf das Spiel hinzugehst,
Bist du da eher nervös oder steigert sich bei dir da die Vorfreude? Die Vorfreude auf jeden Fall. Also meine ist auch nervös, ist beides. Aber dein Körper pulverisiert, sag ich mal so, und von Tag zu Tag wirst du immer stärker und freust dich mehr und du freust dich einfach jeden Tag aufs Neue drauf. Und ich freue mich auch, wenn es jetzt dann wieder losgeht. Wenn es dann direkt vor dem Spiel zur Sache geht, gibt es da einen Spieler in der Mannschaft, der alle nochmal heiß macht oder geht es so reihum? Was macht ihr da nochmal in der Kabine so kurz vor dem Spiel? Vor jedem Playoff-Beginn, also vor dem ersten Denkendorf-Spiel, haben wir einen Kreis gemacht mit den Betreuern, auch mit dem Trainer und dem Kapitän Philipp Riesle. Ist in die Mitte und hat nochmal richtig gepusht und ja, der Philipp macht das schon gut. Was denkst du, wie viele Zuschauer kommen gegen Bayreuth hier am Freitag in die Halle? Ich hoffe auf mindestens 2500, aber es kann auch mal 3 werden, hoffe ich. Ich hoffe, dass es 3 werden. Ich schätze mal, dass es so auf 2,8, 2,9 wird. Letzte Frage, was können die Zuschauer erwarten, die da am Freitag in die Halle kommen? Von euch? Von uns pure Leidenschaft. Wir werden viel laufen, wir werden kämpfen bis zum Umfallen und das Ding gewinnen. Nico, vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich auf Freitag, genauso wie du. Ja, klar. Und ja, viel Erfolg. Danke. Dank dir.